Hallihallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Weft. Und zwar mit dem Ari. Einen wunderschönen guten Abend mal wieder. Wir haben den Hungertod überlebt. Es war knapp, aber wir haben es geschafft. Wie haben wir das gemacht, Ari? Glück? das Glück war mit dem Dummen. Aber was auf jeden Fall uns geblieben ist, ist dieser kolossale Mangel an Stein. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir den in den Griff kriegen. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder genug Plastik, um den zweiten Becher herzustellen. Ja, und ich habe noch einen Fisch draufgelegt. Ich esse auch noch einen. Wunderbar, ich danke dir. Oh. So, unsere... Unser Holz neigt sich dem Ende hier runter. Ist gesichert. Ganz wichtig ist, dass diese Planken, wo die draufstehen, gesichert sind durch andere Planken, damit der Hai die nicht kaputt machen kann. Was haben wir hier? Ah, ein Fisch. Lecker. Legt jetzt bei dem Trinken kein Feuerholz mehr drauf. Okay. Weil die passen alle beide genau auf ein Quadrat drauf. Ah, okay, ja. Dann, weil der ist ein bisschen hier drüber. Ich weiß nicht, ob das, wenn der Hai das kaputt macht, ob das stehen bleiben würde oder nicht. Brauchen wir eigentlich für ein Holzspeer? Eigentlich nur Holz. Ja, Holz. Nee, Holz und Seil, ja. Und Seil, ja. Oh, mein Haken ist kaputt. Also nicht. Ah, ich war doch clever. Ich habe doch schon einen Ersatzhaken vorher gebaut. Mist. Alter, was ist das mit Absicht? Nee, eigentlich nicht. Ey, guck mal, ich bin hinten. Ich hake allen Müll, der hinten dran vorbeigeflossen ist. Das heißt, du hast deine Chance gehabt. Ja, vorne kommt ja nichts. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Blätter. Ich brauche keine Blätter. Ich brauche Holz, ich brauche Kunststoff und ich brauche Steine. Ich glaube, hier hinten kommt eine Insel. Ich habe da irgendwo einen Schatten gesehen. Ja, bringt uns so nichts ohne Steine. Ja. Ich gucke halt, dass wir die ganze Zeit schon hier Plastik und so einen Scheiß sammeln. Du siehst doch, dass ich da meinen Haken hingespissen habe. Ich hatte auch schon geworfen. Ich wollte jetzt nicht einfach reinziehen. Ich hätte ja Glück haben können, dass ich irgendwas erwische. So weitermachst, springe ich gleich rein und sammle das so auf. Ey, du kannst vorne komplett alles abfarmen. Ich nehme nur das, was du verfehlt hast. Das, was ich dir hinterlassen habe. Ja, von mir aus auch so, großer Meister. Da siehst du, da habe ich verfehlt. Ups. Echt vom Floß gefallen. Mein Haken ist schon wieder kaputt. Und dann kostet der auch noch kackendreißen Plastik. Ja, wir können ja froh sein, dass hier das Meer so mit Plastik vermüllt ist. Ja. Das ist ein Problem. So, jetzt reicht's mir aber mit dir, du blöder Hai. Ah, ist aber gut, dass er da rein wollte. War ja klar, dass ich jetzt wieder komplett dran vorbeigeschmissen habe. Das ist kein Haken. Mist. Mist! Meiner geht auch dran vorbei. Ha! Put. So, mir fehlen noch ein paar Planken, dann kann ich mir schon mal einen Speer herstellen. Es war klar, dass du jetzt dahin gehst, ey. Krieg ich wieder nur die Blätter auf der anderen Seite. Das gibt's nicht, Alter! Er hat halt den Skill für den Hakenwerfer, ne? So, hier, da hast du zwei Planken. Ne, jetzt brauche ich nur noch eine. Beschwer dich auch noch. Werf dich gleich da rein. Jedes Mal, wenn du versuchst, aufs Floß zu kommen, schubst ich dich wieder runter. Dass du aufgefressen wirst. Interessant. Ach, die Insel. Aber da kommen wir nicht hin. Ne. Da wollen wir selbst mit Segeln nicht hinkommen. Oder mit Paddel. Ja.
So, was essen müsste ich gleich mal wieder. Das heißt. Angeln. Angeln. Die Angel ist aber auch nicht mehr lange heile. Ja, die ist schnell verbraucht. Das ist schade. Ja. Und da ist kaputt. Ich mag dieses Spiel einfach. Es ist so beruhigend. Es ist wirklich schön. Und vor allem, es wird immer noch ordentlich dran geschraubt, ne? Update-Verlauf mal angucke von denen. Und, unglaublich. Und es wird noch was kommen, das steht definitiv fest. Ja. Die Frage ist nur, was? Da können wir uns hier überraschen lassen. Die Hauptfrage ist, wann? Wann? Tja, das wird dir nie beantwortet. Du weißt. So, wie schaut's denn jetzt mal aus mit... Wo ist sie denn, die Angel? Da. Ja, Seile habe ich schon mal genug. Planken fehlen noch. Wenn ich vier Planken habe, dann könnte ich ein Segel bauen. Ja, das kriegen wir doch hin. Ich habe 5. Aber warten wir erstmal. Wir müssen erstmal gucken, was ist das Allerwichtigste? Forschungstisch. Zum Bleistift, ja. Das war ein Wortwitz. Forschungstisch. Zum Bleistift. Ja, das ist wunderbar. Was haben wir denn da eigentlich? Der Wurfanker, gut, da fehlt schon wieder Stein. Segel kann ich bauen, aber ist nicht so wichtig. Eine Kiste, auf jeden Fall müssen wir Kisten herstellen. Okay, brauchen wir Forschungstisch für ein kleines Lager. Oh, das braucht aber viel Kunststoff. Ja, das würde ich auch gar nicht großartig erstmal in Aussicht nehmen. Muss ich hier ganz ehrlich gestehen. Ja. Oh, da hinten ist ein Floß. Oh. So, hier kannst du eigentlich am Essen bleiben, also. Ui, die Nächte werden auch ziemlich dunkel. Ja. Ja, vorhin waren wir ja auf der Insel, ne? Als es Nacht war. Ja. Oder vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Nee, die sind dunkler geworden, garantiert. Ja, noch ist der Mond auch nicht richtig aufgegangen. Ach, stimmt. Diese Zwielichtphase. Ja. Mm. Ohne Witz, ich habe einen Stein gefunden. Ja, wie nice. Ja, toll, da fehlen aber etliche mehr. Ja, aber einer ist schon mal mehr als keiner, ne? Ja, ich brauch noch. So, diesmal okay, Kollege. Er hält nicht mehr aus. Nee. Aber er tut mehr Aua machen. Ja. Und er greift irgendwie also gefühlt. Wir brauchen jetzt. Okay, Anker ist das Wichtigste. Anker. Ja, haben wir nicht genug Stein für, immer noch nicht. 2 Steine. Da kommen noch ein paar Fässer. Optimistisch bleiben. Ich hab meinen Optimismus schon längst verloren. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Optimismus nicht mehr hätte, dann könnte ich auch den PC in die Mülltonne schmeißen. Oh Gott, so schlimm also. Ja, überleg doch mal, bei jedem Spiel Early Access. Ja. Vielleicht wird die nächste Alpha ja besser. Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ja, das Fass, das ist wichtiger als diese blöde Planke. Nein, ich brauche die Planke. Außerdem keine Bange, das Fass hole ich schon. Keine Sorge. Und ein Stein. Sehr schön, noch einen Stein, dann können wir einen Anker bauen. Ja, du hast ja da noch vielleicht einen. Nein. Das gibt's nicht, ey. Jetzt müssen wir hoffen, dass da ein einziger Stein ist auf der den Insel. Wir abbauen können, ne, ja. Ich meine, gut, ich habe mittlerweile schon wieder, ja, 20 Planken, also... Ey, was ist das denn? Wieso... Hat der ein Paddel gebaut? Ich wundere mich auch immer, warum das Brett wegschwimmt. Ja, ich habe es ja, dass dir das Fluss sich verhakt. Das gibt uns ein bisschen Zeit. Ja. Und ich kann eigentlich quasi immer so ein bisschen im Kreis paddeln, solange das Paddel da ist.
Paddel ist eher so eine Schneeschippe. So, kannst schon reinspringen, hier gibt's schon. Oh, ich habe Steine gesehen, hier gibt's oh, viele, viele Steine, sehr schön. Echt, ich habe noch nicht eingesehen. Ich sehe hier ohne Ende. Das sind die kleinen Ach leuchtenden da. Dinger. Ach nee, echt? So, wie ich bin jetzt am an der Insel. Ich halte uns da dran, bis der Anker fertig ist. Ja, muss einen Haken bauen. Da sind Steine. Eins. Ah, lass mich doch in Ruhe, Bruce. Aua. Jetzt wird es schon knapp. Zweimal hat er dich schon. Der hatte mich schon dreimal. Anker ist fertig. Ja, sag, wenn er drin ist. Ja. Ist drin. Oh, Gott sei Dank. Wunderbar. Hier können wir erstmal vor Anker gehen. Schön Ja. abbauen. Die ist nämlich groß, die Insel. Naja, Bäume gibt es auch nur standardmäßig viel. Aber vor allem auch großes Riff. Planken haben wir ja einige gesammelt, das heißt, wir können schon mal ordentlich was bauen. Ja. Also gut, ich habe zwar jetzt nur noch 15 Planken. Ich muss aber dazu sagen, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Essen kochen. Ja. Das heißt, ich werde die Angelrute komplett runterrotzen, bis sie kaputt ist. Mal hier Wassermelonen, wunderbar. Das ist auf jeden Fall gut. Ach, die Axt, alles klar. Dann wollen wir mal tauchen gehen. Vor allem brauchen wir den Haiköder. Ja, den Haiköder, wenn ich eine finde, also wenn ich eine kriege, dann kriegst du den natürlich, aber du weißt ja, was ich dafür alles brauche. Ja. Und Seile habe ich jetzt nicht wirklich viele. Ich habe aber genug Blätter, da kommen jetzt welche dazu. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal genug Stein, dass ich eine Axt bauen kann. Haiköder brauchst du zwei Seile, die habe ich schon mal. Ja. Ich tue dir vier Seile dahin. Besser wärst du brauchst zwei. Weil der hat die ja recht schnell aufgegessen, die Fische. Also bei unserem Stream, den wir hatten, hat er ja ziemlich lange daran rumgekaut. Ja, das ist wohl richtig. Aber dafür muss ich auch die richtigen Fische fangen. Das ist auch wahr, aber die Fische, die wir nicht gebrauchen, können wir ja für uns zum Essen nehmen. Das ist richtig. Einen habe ich auch schon. Hat er doch tatsächlich an unserem Boot geknabbert. Aber der Kann ich Nexus hat verstehen, dass alles er gehört. Hunger hat. Viele Fische sieht man ja nicht. Ja. Ah, oh, bin ich schon ich bin voll. Warum bin ich da? Jetzt brauche ich aber schon die Kisten, siehst du? Echt? Ja. Ja gut, ich habe 18 Plastik. Wenn meine Inventar ist voll. Genau. Kosten aber auch zwei Seile. Ja. Ne, ich habe genug Blätter. Ich kann dir 15 Seile machen, wenn du willst. Mir fehlt aber eine. Ja. Ein Schrott, um zwei zu bauen. Ja, hier hast du Schrott, hier hast du Seil, hier hast du nochmal Planken, falls du brauchst. Nee. War ich dir. Auf jeden Fall werde ich dir jetzt bei dem Fisch nehmen. Ja, kloppt den Kopf. Ich kann auch schon einen Fischköder herstellen. Haiköder. Ja, warten wir, bis wir so weit sind. Ja, ich werde noch weiter angeln. In der Hoffnung, dass ich noch mal. Habe ich noch Fisch? Ja, hier habe ich noch einen Fisch. Bräuchte halt gleich wieder was zu trinken. Ja. Wolltest du die jetzt erst eben umsetzen, oder? Ne, noch sind ja Holzpacken. Wunderbar.
Die Baupläne, sobald du die einmal hattest, kannst du die direkt wegschmeißen. Ja. Weil sobald einer von uns die lootet, sind die schon freigeschaltet, deswegen auf den wegschmeißen, fertig. Nur sonst nur Platzverschwendung. So, komm, ein Hering noch oder so eine Brasse? Ein Wels. Dick. Darum Was? brauchen wir aber den großen Grill für, um den Ja. bearbeiten zu können. Wo hat er denn jetzt Konnte er nicht hingeschnappt? beißen? Frechheit. Die Insel ist komplett abgefarmt, da gibt es nichts mehr drauf. Ja, aber hier unten im Wasser halt. Ja, da sind jede Menge. Das braucht man nicht, Wir das braucht man sollten nicht. mindestens, ja super, ich habe natürlich keinen zweiten Highgrader hingekriegt. Das heißt, ich werde den einen Fisch, der für den zweiten Highgrader da war, braten. Und dann müssen wir jetzt damit leider vorlieb halten mit einem einzigen Haiköder. Werden wir hinkriegen. Weil die beiden Fische sind übrigens für dich auf dem Grill, ne? Ja, momentan ist es gut. Ich hasse diese kleinen Kisten. Ich auch. Da passt einfach nichts rein. Ich weiß, ist alles schon voll. Ja, ich sehe es. Und mir gefällt nicht, was ich sehe. Gut, die Blumensamen, die könnten wir eigentlich rausnehmen, die können wir ja auch später noch sammeln. Die brauchen wir ja noch nicht. Erst wenn Ja, wir Blumen weiße haben. Samen auch. Ja, alles an Blumensamen, die schwarzen, die blauen, die roten, die weißen. Dann kann ich hier nämlich noch den Wels reinpacken. So, sollen wir den Haiköder? Haken ausgewählt, ja. Ja, schmeiße ich den einfach geradeaus hier, ne? Ja. Gehst nach da, dann gehe ich nach hier. Wichtig ist auch Schrott, weil das können wir nur größtenteils auf dem Meeresgrund hier an Inseln sammeln. Ja. Okay, am Anfang hat man auch nicht so das Schrottproblem, das kommt erst hinterher. Ja, aber trotzdem. Ja, alles einsacken, was geht. Eben. Also ich habe auf jeden Fall schon mehr als 4 Steine. Hier waren gar keine Steine, das war genau die Stelle, wo ich schon eben abgegrast habe. Der ist jetzt an unserem Anne. Oh Gott, ich dachte, der wäre schon am Schiff am Knabbern. Weiß gar nicht, was der für ein Problem hat. Wir stellen uns dahin, wir angeln die Fische geduldig, tun das zusammenpacken, damit er auch schön viel zu beißen hat. Dann hat er was zu fressen, der greift uns trotzdem an. Ja, voll der Penner, oder? Ja, geht gar nicht. Du hast was undankbar. So, ich habe auch noch mal zwei, drei Eisen geholt. Ja, ich habe auch noch Kupfer. Ja, Kupfer habe ich leider nicht. Eisen, Kupfer. So, Seetang habe ich auch noch mal ein bisschen geholt, aber der greift mich jetzt wieder an. Nee, solange er dich angreift, greift er nicht mich an. Danke. Oh, jetzt muss ich raus. Oh, aber ganz flott. Boah, ich bin fast tot, ey. Aber 11 Steine. Ja, gut. Du. Stell dich nicht an. Sauerstoff ist überbewertet. Bleib unten. Ah, oh, jetzt muss ich raus. Verdammt. Oh, das wird knapp. Also nur damit du Bescheid weißt, der ist jetzt auf dem Weg. Ach ja, der war da.
Oh, ich habe gekriegt 5 Steine, 4 Kupfer, 6 mal Schrott, 4 mal Sand, 4 mal Ton. Ja. Also Schrott habe ich auch 18. Ne, ich hatte glaube ich vorher schon ein bisschen. Ja, Kupfer, Eisen und so weiter. Hier sind Steine drin. Jetzt haben wir 15 Steine, das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist gut. So, mehr passt hier nicht rein, was ich reinpacken könnte. Wieder so, an. Hier ist Sand. Dann nehme ich mir doch schon mal Sand und Lehm und baue schon mal einen nassen Ziegel. Wobei ich kann... Ne, ich baue erstmal noch einen. Den stelle ich mal hier hin. Damit der schon mal trocknen kann, damit wir den nachher in die Forschungsstation reinschmeißen können. Denn, unglaublicherweise, wir sind schon wieder bei einem Folgenende. Kannst du dir das vorstellen, Ari? Ne, nicht wirklich. Doch, das geht ratzfatz. Aber wir werden in der nächsten Folge, denke ich mal, weiterziehen. Weil ich habe keine Materialien mehr für einen Angel. Ja, vielleicht werde ich nochmal todesmutig da reinspringen. Guck mal, ob ich da noch was rauskriege. Vor allem möchte ich noch gucken, ob ich die Kiste finde. Eventuell könnte eine Kiste hier sein auf der anderen Seite der Insel. Werde ich mir das nächste Mal vornehmen. Genau. Machen wir alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne Abo, Like da und so weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.